Strahlender Sonnenschein, bestes Wetter, um auf der Terrasse ein Stück Kuchen zu genießen, oder man liefert sich auf dem benachbarten Court ein umkämpftes Tennismatch. Genau das taten die ersten Damen des Tennisclub SC Charlottenburg, nämlich bei der Saisoneröffnung 2015. Ein Jahr nach dem furiosen Aufstieg wartet im ersten Regionalligaspiel der TC Grün-Weiß Nikolas See. Für den Sieg mussten bei 6 Einzeln- und 3 Doppelpartien mindestens 5 Erfolge her. Den Anfang sollte Neuzugang Barbara Zobaszkiewicz machen. Die Polin belegte in der WTA-Tour einst den Weltranglistenplatz 450 und will nun Vereinstennis angreifen. Das klappte zunächst jedoch weniger gut. Zobaszkiewicz fand gegen ihre Landsfrau Marta Lesniak nie so recht und spielt verlor 2:6 und 2:6. Von ihren Teamkameradinnen fühlt sie sich dennoch gut aufgenommen. Sie sind sehr nett zu mir und helfen mir, wo sie können. Da fühle ich mich sehr wohl. Die anderen SCC-Lerinnen halfen ihrer Nummer 1-Spielerin vor allem damit, dass sie alle ihre Einzel gewannen und den Spielstand damit auf den Kopf stellten. Für Daria macht genau dieses für den anderen Einspringen das Besondere am Vereinstennis aus. Also es ist insofern besonders, weil klar, man ist halt immer sonst alleine auf dem Platz und kämpft alleine für sich. Und hier spielt man klar auch Einzel sowie Doppel, aber man zählt trotzdem als Team zusammen und die Unterstützung ist so, es gibt einen schon sehr viel Kraft, ja. Bei den Doppeln war erst recht Teamwork gefragt und da gelang dann auch Barbara Zobaszkiewicz ihr erstes Erfolgserlebnis. Zusammen mit ihrer Partnerin Janina Braun dreht sie einen 0:1 Satzrückstand noch in einen 2:1 Sieg um. In der Gesamtrechnung stand dann am Ende ein eindrucksvolles 8:1 zu Buche. Dennoch versucht Trainer Mazzolin, die Erwartungen klein zu halten. Also erstmal eine Klasse zu erhalten. Also danach muss man schauen. Erstes Spiel war wichtig für uns, dass wir einen guten Start kriegen. Und dann lassen wir uns überraschen, also die ganze Saison. Ja, das wird eng, aber wir versuchen das zu schaffen. Wir drücken den ersten Damen für die Mission Klassenhalt natürlich fest. Die Daumen, vielleicht können die SCC-Lerinnen diesen im Sommer ja auch mit einem kleinen Stück Kuchen auf der sonnigen Terrasse feiern. Hauptstadt Sport TV, hier ist jeder Aufschlag ein Ass.